Sie sind das architektonische Highlight des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die insgesamt 28 Kelchstützen aus Sichtbeton werden nicht nur eine tragende Funktion haben. Durch ihre sich nach oben öffnende Form werden sie das Tageslicht direkt von außen in die Bahnsteighalle leiten. Die komplexe Kombination von Design und Statik hat einzigartige neue Maßstäbe in der Ingenieurskunst gesetzt. Die Kelchstützen sind bereits jetzt Design-Icons, die symbolisch für die Gestaltung des Stuttgarter Bahnhofs stehen. Ich stehe hier vor einer Kelchstütze, dem architektonischen Highlight des neuen Stuttgarter Bahnhofs. Sie wird gemeinsam mit 27 weiterer dieser Stützen das Schalendach des neuen Bahnhofs tragen. Die elegante Form, aber auch die Öffnung im oberen Bereich sorgen für die natürliche Belichtung und Belüftung des Bahnhofs. Insofern ist sie das wesentliche gestalterische und funktionale Element des Bahnhofs. Für uns Ingenieure ist sie aber weit mehr. Sie ist einfach einzigartig. Sie ist Teil einer 420 Meter langen fugenlosen Konstruktion. Bei dieser Geometrie und den entstehenden Zwängen eine Sensation an sich. Sie ist doppelt gekrümmt. Sie hat überall variierende Bauteilstärken. Es werden extrem hohe Anforderungen an die sichtbare Oberfläche gestellt. Es ist einfach ein einzigartiges Element, das uns Ingenieuren bei der Planung alles abverlangt hat. Um diesen Entwurf umsetzbar und baubar zu machen, bedarf es vieler Entwicklungsschritte und Überarbeitungen durch exzellent ausgebildete Ingenieure. Auch die ein oder andere schlaflose Nacht gehört letztendlich dazu. Neben der komplexen Geometrie müssen viele andere Randbedingungen bedacht werden, zum Beispiel eben der Zwang, der schwierige Stuttgarter Baugrund, Bestandsbauwerke wie der Bonatz hinter mir, aber auch natürlich die Umsetzbarkeit auf der Baustelle. Um all das letztendlich umsetzen zu können, ist viel Arbeit erforderlich und die steckt dann zum Großteil im Inneren der Struktur und wird dort sichtbar. Die 14. und damit die Hälfte aller Kelchstützen wird in wenigen Tagen betoniert sein. Ende 2023 soll das Schalendach vollständig geschlossen sein und auf diesen Tag freuen wir uns natürlich ganz besonders. Dennoch bereits mit der Fertigstellung der ersten Kelchstütze haben wir entgegen aller Vorbehalte bewiesen, dass diese Konstruktion baubar ist. Und wir haben gezeigt, dass das Wort Genie nicht nur zufällig im Wort Ingenieur steckt.